Nach dem Erreichen des Achtelfinals in der Champions League steht für Borussia Dortmund wieder Bundesliga-Alltag an. Und die Aufgabe bei der TSG Hoffenheim ist eine schwierige, denn nach Bayern und Dortmund hat Hoffenheim die drittbeste Offensive der Liga. 34 Treffer, nur ein Tor weniger als der BVB. Dazu hatte die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp stets so ihre Probleme nach Champions League-Spielen. Dagegen will Klopp jetzt ankämpfen. Wir sind Borussia Dortmund. Das ist egal, ob wir vor euch, da für euch wird nachher keiner schreiben, die waren aber kaputt, ja, normal. Sondern das heißt dann ja, Dortmund nach Champions League spielen immer Riesenprobleme. So. Also wir wissen schon, was geschrieben werden kann und so weiter. Also wir versuchen gegen mögliche Dreckschlagzeilen anzuspielen und einfach Punkte zu sammeln. Und ja, das ist, man wird uns ansehen, dass wir aus der Saison noch ein bisschen was rausquetschen wollen. Die von Verletzungen geplagten Borussen müssen vor allem in ihrer Hintermannschaft mal wieder kräftig umbauen. Subotic und Hummels verletzt, Sokratis gesperrt, Manuel Friedrich angeschlagen. Gut, dass Youngster Marian Saar bei seinem Profidebüt in der Champions League einen ordentlichen Eindruck hinterließ. Herr Sokratis ist gesperrt. Sven Bender kann ich. Da würde ich aber sagen, ist Maria ganz gut, dass er schon mal gespielt hat. Und Cora ist auch noch da und so weiter. Wir werden das also alles jetzt dann echt, aber natürlich in den nächsten paar Stunden versuchen zu eruieren. Aber grundsätzlich erstmal zur Leistung, das war großartig. Also wir können uns alle, nicht mal ich, kann mir vorstellen, was das für eine nervliche Anspannung sein könnte. Als allererste Pflichtspiel als Profifußballer in einem Champions League-Spiel zu machen, das durchaus entscheidenden Charakter hat. Ich spüre schon auch Anspannung rund um so ein Spiel, aber ich muss anschließend nicht gegen Ball treten. Cool ist das, und darauf habe ich natürlich gesetzt, dass es in ihm die Nominierung oder die Aufstellung ausschließlich Vorfreude und ganz großes Glück ausgelöst hat. Und ich habe keine Nervosität erkennen können, das spricht natürlich für ihn. Das Passspiel ist ihm nahezu natürlich gegeben, das ist außergewöhnlich, aber er hat sich eben in den Zweikämpfen auch so toll verhalten. Und das war eine große Freude, das beobachten zu dürfen, um ehrlich zu sein, es war richtig geil. Ja, aber Hoffenheim wird ein anderes Spiel. Ob Marian Saar auch in der Bundesliga in Hoffenheim debütieren darf, das ließ Klopp allerdings erst einmal offen.